Habt ihr euch schon mal gefragt, wie es ist, Corona zu sein? Ich wette, das habt ihr nicht. Doch, das finden wir heute heraus. In dem Spiel, wo ich den Namen wieder vergessen habe. Hier ist es eingeblendet. Und wir spielen das mit Iggy. Hallo, ich bin der Iggy und mein Virus heißt Fungi. Und mein Virus heißt, ja, das könnt ihr hier lesen. Ich werde es nicht aussprechen. Ich habe kein Gen, deshalb kann ich hier nichts auflegen. Okay. Sollte wir spielen auf normal. Ich habe das Spiel kurz mit ihm auf einfach getestet, damit ich weiß, was auf mich zukommt. Hier ist China. Ja, Mike, da ist China. Hier ist China. Da ja, ich hab's gefunden. Hier ist China. Hier wollte ich starten. Oh yeah. So, und jetzt sagen, fliegen die. Ich würde sagen, du beginnst bei den oberen, ich wieder bei den unteren, weil ich habe den Amazonas und so diese Gebiete, die sind ein bisschen was feuchter. Du fängst da hinten an bei. Wo fängst du an? Bei Brasilien. Okay, Iggy, magst du kurz das Spiel ganz kurz erklären? So im Großen und Ganzen. Ja, wie gesagt, du bist halt, du spielst sozusagen eine Seuche und möchtest die Welt vernichten. Naja. Reicht das als Erklärung? Im Endeffekt ist ja, das aber das ganze ein bisschen Spiel komplexer. Was kann ich denn alles machen? Was werden ja, wir heute alles sehen? Wir werden sehen, wie du Sachen upgradest, damit du deine, damit du halt ein bisschen was mehr Leute infizierst, ne? Mhm. Wir werden halt sehen, wie du halt deine Symptome infizierst, damit du Menschen tötest. Und wir werden sehen, wie du deine Fähigkeiten rauflevelst, damit du, damit du besser wirst, damit dein, damit dein Virus am Ende aussieht wie ein Türsteher. Krass. Ich mach mal Luft. Zack. Und nochmal Luft. Zack. Jetzt werde ich viel einfacher durch die ganz normale Luft, die wir alle atmen, durch die Körper der Menschen eindringen können. Und, ich bin rot. Iggy ist gelb. Bei ihm bin ich gelb und er ist rot. So, momentan sieht es noch ein bisschen langweilig aus, weil noch nichts passiert. Aber glaubt mir, Leute, wir warten nur darauf, ganz viele infizierte Leute zu haben, damit wir sie alle auf einen Schlag killen können. Ich habe auf dem Handy, habe ich alles schon freigeschaltet, müsst ihr wissen. Handy habe ich 100%ig durch, die Handy-Version. Ja. Und ich habe ein ganzes Spiel gemacht, in dem ich gar nichts gemacht habe, außer die ganzen Symptome und also weggetan habe. Aber ansonsten habe ich gar nichts aufgelevelt. Die Partie hat zwar 5 Stunden gedauert, aber du hast alle gekriegt. Aber ich habe alle am Ende getötet. 100% der Menschbevölkerung? Ja. Oh mein Gott. Okay, unser Ziel ist es, mindestens wie viel Prozent auszulöschen? 100%. Mindestens 100%. Okay, das ist schon sehr hohe Erwartungen. Aber wir versuchen es mal. So, jetzt seht ihr hier überall, wie schnell die ganzen Punkte anreisen. Also wie gesagt, er spielt Bakterie. Ja. Bakterie hat sozusagen, ja, nicht wirklich Superkräfte. Es ist einfach nur Bakterie, die sich halt verbreitet. Ich spiele den Fungus. Der Fungus hat, den Vorteil. Der macht alle paar Male, tut er sich irgendwo auf einen random Platz der Welt verbreiten. Beispielsweise habe ich mich gerade in Japan verbreitet. Oh, das ist bei mir, oder? Und ich fange jetzt an, in Japan zu infizieren. Ich bin auch schon in China tatsächlich. Stimmt, ich seh's. Und falls euch wundert, die ganzen Punkte, das sind alles überall Orte, wo ich in Menschen eingedrungen bin. In Menschen drin, Mike. Ja, krass, oder? Ja, wenn man jetzt auch sieht, oh, jetzt habe ich hier hinten, von Brasilien, jetzt habe ich das Vereinigte Königreich auch noch infiziert. Nice. Da bin ich auch schon. Alter, so, überall, wo du hast, getan, du hast auch schon ganz Brasilien für dich. Ich habe fast ganz China. Aber dafür hast du viel mehr Menschen, weil du hast China. Noch nicht ganz. Ich habe nur fast ganz China. Warte. Tatsächlich ist mit in China anzufangen keine schlechte Taktik, weil du da schon einen ganz guten. Jetzt habe ich China, glaube ich. Ja, guck, jetzt habe ich ganz China. Du müsstest jetzt so 11% der Menschheit ungefähr haben. Wir haben vorhin eine Testrunde gemacht und wir haben alles gekillt außer China. Das war so stressig, aber wir haben China haben geschafft. Wir am Ende auch geschafft. Ja, aber es war voll lange, es hat richtig lange gedauert. Ja, am Ende waren wir fast lost. Ja. Wie gesagt, der Vorteil beim Fungi ist halt einfach wirklich, ich bin einfach irgendwann random bei irgendwelchen Menschen, deswegen brauche ich auch diese Luft, Dings nicht. Also, ja. Du hast bei dir ein Symptom, Mike. Oh, ich hab's gemerkt. Zurückentwickeln! So, das Problem ist bei Symptomen. Natürlich sind. Zu spät? Das war zu spät, ja. Die haben auf jeden Fall mich entdeckt. Aber mich nicht, okay. Dich nicht, aber die haben mich. Oh, entdeckt. Ich hatte gerade Angst. Ist auch irgendwie so, wenn die ersten Leute anfangen bei mir zu husten, dann. Oh mein Gott, ein Virus, welches es töten könnte! Heilmittel! Immer diese Menschen! Mann, wir wollen sie doch nur töten!
Oh, nice. Das, ich hab mir jetzt ein Gen gekauft. Ich habe jetzt das hochgelevelt. Das würde ich auch sagen, nutzt immer nur einer von uns. Wo sind wir gerade aus? Ich sagen, holt das in eine Runde. Es ist ein Flugzeug, womit ich eine Krankheit zu, von einem Land zum anderen schicken kann. Mhm. Das ist einfach cool. Ohne dass sie irgendwie auch Flugzeug hochgelevelt haben. Das ist ja richtig cool. Und ihr seht schon hier oben, Iggy wird schon, also Fungi wird schon untersucht. Ja. Grüße gehen raus an Fungi. Oh Gott. der Virus von Fungi, was der im Endeffekt macht, dieser Virus, er ist nicht wirklich gefährlich, im Gegenteil. Das Einzige, was er macht, ist, es lässt Leute die ganze Zeit Comics zeichnen. Oh, das ist natürlich ein Problem. Wenn alle Comics zeichnen, aber niemand dafür dann Zeit hat, die Comics sich anzuschauen, dann wird man natürlich aggressiv und dann ändert das ja auch die Persönlichkeit des Menschen. Also das ist schon natürlich, das ist ein sehr komplexes Thema auf jeden Fall. Bei 100% bist du weg, Iggy, ja. Dann bist du tot. Genau. 70, Alter, wie schnell! Oh nein, Iggy! Iggy ist gerade richtig schnell. Iggy, nein! Du stirbst gleich! Iggy! Ja, ich geb dir gleich meine... Iggy! Fungi ist tot. Fungi wird nun ausgelöscht. Fungi! Ist tot. Echt nicht gut gelaufen. Das war richtig kacke, ja. Aber du hast mir den nötigen Push gegeben, den Covid brauchte. Denn Covid braucht die Energie von anderen Viren, die es nicht schaffen konnten, um es selbst zu schaffen. Das ist überhaupt keine Erklärung, wie Covid überhaupt funktioniert. Ist auch kein Aufklärungsvideo, es ist einfach nur das Verfahren-Video. Iggy. Ja? Ich glaube, die sind gegen mich. Oder? Nein, Mike, die sind für dich. Die mögen ein Virus, welcher die umbringen möchte. Ach so, ja dann. Perfekt. Wir brauchen nämlich viel mehr Leute hier. Let's go. Ja, das sieht schon besser aus. Oh nein, nein. Die haben schon angefangen. Die haben mich entdeckt. Ich bin weg, oder? Ich bin tot. Ja. Ja, bin tot. RIP. I'm dead. Existiere nicht mehr. Dead? So, das war natürlich keine gute Runde, deshalb verwirren wir nochmal. Diesmal auf einer anderen Schwierigkeit. Iggy meinte, mit zwei Spielern auf normal ist viel zu krass. Deshalb versuchen wir es mal ein bisschen nicht zwei Spieler und machen es natürlich den gleichen Ort hier. In China. This is where I live. Also nicht in real life, aber ihr wisst, was ich meine. So, und Iggy, wo schautest du? Da, Brasilien. Wo du vorher geschaltet hast. Brasilien. Das ist doch schön. Okay. So. Und Leute. Diesmal sind wir stärker. Denn jetzt wird Fungi nicht aussterben. Und Covid auch nicht. Du musst doch Kälteresistenz und so eingeben, ne? Bei Fähigkeiten. Ach, hab ich gar nicht gemacht letzte Runde. Nein, hast du gar nicht gemacht. Das ist mir auch gerade eben aufgefallen. Nur Kälteresistenz und nachher noch mehr Arznei. Ja. Arznei und Kälteresistenz, damit du einmal bei den kalten Ländern und einmal bei den reichen Ländern noch gut wirkst. Supi. Alter, wie schnell geht das? Oh, oh mein Gott, wie schnell geht das? Bitte sag mir nicht, ich hab ein Symptom. Mike, hast du Lust zu kuscheln? Kuscheln? Inwiefern? Ich kann gerne kuscheln. Oh, und China gehört mir! Yeah! Oh, nice! Gerne kuschelig! Nice. Und hier noch mal ein bisschen kuscheln. Hier oben noch ein bisschen kuscheln. Aber Leute, wir haben jetzt hier ganz viele in Afghanistan, Zentralasien und Kasachstan. Das ist nice. Oh, hier ganz viele noch in Iran und Pakistan. Das ist super. Zack, 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 zack. Ganz viele Punkte. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das hab ich gar nicht gesehen. Alter. Russland. Guck mal, Russland geht bei mir ab! I know. Oh mein Gott, wie viele sind das? Ich habe Russland eingenommen. Was meinst? Das ist nicht mehr. Das ist kein Virus mehr, das ist jetzt Krieg. Ich habe Russland eingenommen! Wir sehen besser aus wie gerade eben. Ne? Alter, guck dich das an, wenn ich rauszoome.
Oh mein Gott! Oh. Wie viele sind da oben auf einmal? Überhaupt noch. Die Philippinen, die müssen wir noch. Wo sind die Philippinen? Symptome? Scheiße, ich hab richtig viele Symptome! Weg, 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 weg! Oh mein Gott, war das knapp! Die haben mich nicht... Doch, die haben mich entdeckt! Ein einziges Labor hat mich entdeckt! Shit! Aber so, komm, ich hab drei... Gehen, weil da keiner ist. Iggy, ich hab drei Punkte auf einmal entwickelt! Komm schon, das ist doch unfair! Oh oh, Iggy! Ja. An mir wird geforscht! An dir auch ja, schon! Ja, mir auch! Ja, aber an mir wird mehr geforscht, weil ich gerade. Du hast drei Laboren, ich hab nur eins! Aber ja. Das ist trotzdem kacke. Weißt du, wo dein Labor gerade ist? Hier. In Südostasien. 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 Weißt du, was ich jetzt mache, Mike? Da schicken wir jetzt alle hin. Hab ich gehört. Oder? Es war schön, mit deiner Krankheit Bekanntschaft zu machen. Iggy, was machst du? Iggy, was machst du? Nein, was machst du, Iggy? Oh mein Gott, 4! Scheiße, Iggy, was machst du? Nein, 1 geht auf mich! Iggy, warum gibst du mir all deine Punkte? Iggy, was machst du? Warum machst du das? Du kannst doch nicht Fungi aussterben lassen! Oh, lol. Mike, du kannst jetzt deine Todeszahl hochschrauben lassen. Soll ich anfangen? Ja. Okay, Leute. Wir haben die komplette Welt, Leute. Leute, das Ritual hat erst begonnen. du solltest genug Geld haben. Zack. Okay. Das geht. Nein, hab ich nicht mehr. Hab nicht genug. Okay. Komm schon. Verreckt alle! Verreckt! Oh mein Gott, wie viele! Da sind richtig viele gestorben. Alter. Okay, oh mein Gott. Hä, du hast ja auch schon voll viel umgebracht. Seit wann? Ja, seit gerade eben. Da habe ich nicht geguckt, oder wie? Deswegen forscht doch keiner mehr nach dir. Tja, während Iggy, ohne dass ich es wusste, alle ausgelöscht hat, muss ich jetzt den Rest machen. Ja, von mir. Because ich 1% fehlt noch. 1% fehlt noch. Ja, der ist bei dir. Was ist das hier? Was ist das hier? Kasachstan! Stirbt! Yes, sie sterben, sie sterben! Wir haben alle ausgelöscht, alle sind tot! Nur noch Kasachstan. Hab ich die auch tot? Ich hab doch jetzt alles, oder? Wieso leben die noch? Wieso überleben die, hä? 1%, wo ist diese letzte Prozent? In welchem... Ich hab schon gefunden. Wo war der? Moment. Wo war der letzte Prozent? Afghanistan. So, und damit haben wir die Menschheit ausgelöscht. Mit im Grunde COVID wären wir jetzt schon tot. Und Fungi. Der Name von einem. So, und da Covid so gut geklappt hat und Iggy mir gut geholfen hat mit Fungi, würde ich sagen, dafür, dass wir uns bedanken, töten wir ihn. Wait, ich kann meinen Namen ändern. Iggy, dies Nuts Treuer. Der Iggy Destroyer 3001. Ey, du hast ganz viele Fähigkeiten. Das ist unfair. Ich hab gar nichts. Ja. Du suchst die. Unfair. Egal. Ich bin leider ein Bakterium, weil ich in diesem Spiel noch kein Pil 2 geschaltet habe. Infiziere jeden in der Welt, um zu gewinnen. Wähle dein Startland sorgfältig. Okay, Iggy, wo soll ich starten? Sag ich dir nicht, weil das musst du herausfinden. Wo ich starten soll? Das muss ich herausfinden, wo du startest. Ah, okay. Cool. Was, wenn wir auf dem gleichen Ort? Ja, dann haben wir direkt von Anfang an gleiche Punktzahl. Also wenn ich jetzt zu dir gehe und dein Startland finde, ne? Ja. Dann... Darf ich jetzt upgraden, ja, was ich will, ne? Ja, Übertragung, du solltest upgraden am besten, ne? Ja, ja, aber halt übertragen, nicht upgraden, was ich will, normal, ne? Genau. Okay, kann ich die Punkte nicht sehen, wo du bist? Nee, kannst du nicht. Du musst halt herausfinden, wo ich bin. Okay. Und dann kriegst du auch noch extra Punkte, wenn du herausfindest, wo ich bin. Haha, alles klar. Ja, was wäre eigentlich, wenn wir auf dem gleichen Punkt gespawnt werden?
Dann wüssten wir gegenseitig, wo wir sind. Oh, wow. Okay, ich will eigentlich schon upgraden, um ehrlich zu sein. Ich weiß es nicht. Ich könnte aber auch erstmal sparen. Ich glaube, ich upgrade noch nicht, weil ich sehe gerade, ich defeate nicht gerade in Mengen. Ich bin schon bei 3 Millionen, 4 Millionen. Und du bist erstmal. Oh. Oh, du steigst an. Scheiße, du steigst an. Ich muss aufholen. Aufholen. Gekauft. Komm schon. Oh Gott. Oh, er kämpft an, Leute. Das ist nicht gut. Ich verschwende gerade meine Punkte, ist mal egal. Weil dadurch bekomme ich so viele, die ich jetzt geupgradet habe. Ihr seht's ja. Tatsächlich nervt es mich. Oh, dass, du bist hier, ich hab dich. Was? Ich hab dich gefunden, du bist hier in Libyen. Libyen. Keine Ahnung, ich kenne das Land nicht. Da bist du. Nee, du bist hier. In Brasilien. Wo hast du gestartet? Tja, Mike, das frage ich mich gerade, wo du gestartet hast. Tja, Iggy. Find's doch heraus. Also da, wo ich gestartet habe, ist gerade... Aha! Wen haben wir denn hier? Was denn? Ich hab gefunden, ich hab gewusst, weiß jetzt, dass du in Westafrika angefangen hast. Was? Nein! Ach, ich weiß aber, dass du in Ägypten angefangen hast. Oh. Ja? Wie fühlt sich das an? Ja, du bist so gewinzig da. So, Iggy, das wird dir noch leid getan haben, dich mit mir angelegt zu haben. Den Iggy, dies Dreier 3001. Da fangen die Leute an zu husten. Gib schon nicht. Alter, wie viele Punkte ich hab. Oh, jetzt doch schön Algerien einnehmen. Tja, Iggy, ich würde mal sagen, Afrika ist so ziemlich meins hier, ne? Naja. Ja. Was ist mit dir? Was hast du? Du hast hier so, ja, Ägypten und das war's. Ist schon ein bisschen mickrig. Guck mal, was ich hier gerade einnehme. Brasilien ist gerade meins. Zack. Vereinigtes Königreich. Schön auch noch einnehmen. Oh, hier hinten. Cool. Schön Australien. Ach, das schmeckt. Das ist super. Das ist sehr nett von dir, Iggy, dass du mir alles übergibst. So social von dir. Oh, auch noch Saudi-Arabien. Ach, Iggy, also. Kann ich mich da nur revanchieren? Oh, oh. Alter, wie du aufholst? Wieso? Wieso holst du so schnell auf? Da denkst du, ich spare meine DNA-Punkte auf? Ja, tu ich. Oder verprasselst du die auch gerade? Scheiße, nein! Er hat mehr! Er hat mehr! Nein! Nein, das darf nicht sein! Du hast halt das Spiel schon so oft gespielt. Ich glaube nicht, dass ich eine Chance habe, aber ich will trotzdem gucken, wie weit ich komme. Ja. Weil ich denke, ich will mit dir ins Finale kommen, auf jeden Fall. Okay. Ich werde es nicht schaffen. Ins Finale kommst du sowieso. Ja, du wirst es nicht schaffen, weil. Weil du dich auskennst mit dem Spiel und ich nicht. Weil ich mich einfach mit dem Spiel auskenne. Ich werde dir niemals erzählen, was mir irgendwie schadet. Ja, unfair! Ich würde dir am Ende des Spiels sagen, was ich alles hochgelevelt habe, ne? Weil ich will diesen Überraschungseffekt für dir nicht nehmen. Wenn ich jetzt sage, ja, ich level das und dies und das auf, dann nehmt es einfach diesen Überraschungseffekt. Komm schon. Du. Alter, wie du aufholst! Was? Wieso so schnell? Geht's eigentlich darum, die meisten Leute zu töten, oder? Ich hab das selber tatsächlich noch nicht so verstanden, den Dings-Player. Hey, Iggy, Russland gehört mir. Das Duell. Ja, gleich gehört's auch mir. Das wollen wir erstmal sehen, du. Viel Spaß, das erstmal zu bekommen. Okay. Ja. Versuch's mal. Alter, dir gehört einfach Zentralasien. Mir gehört im Endeffekt schon ganz Afrika. Was? Oh mein Gott, was? Wie teilt uns das Ganze? Ich merke das jetzt. Scheiße. Oh, hier oben. Grönland. Mein Iggy Destroyer 3001 hat Grönland entdeckt. Yes. Das ist sehr gut. Da bin ich stolz auf euch, Kameraden. Ja, da bin ich auch stolz. Wieso? Ach, ja, weil dadurch, dass du da hinten Grönland hast,
und auch noch relativ viel hast, so wie es aussieht. Oh. Sag ich dir gleich, was dadurch passiert. Ach, nimmst du mir gleich alles weg, hä? Hä? Naja, wegnehmen tue ich dir gar nicht. Naja, also, Fungi. Jetzt halt das alles zu beenden, Mike. Was? Hä? Wie beenden? Welt richtet Blick auf Heilung von Ungi. Fungi. Du wirst geheilt. Du killst schon? Okay. Das reicht mir. Ab auf die Symptome. Das reicht mir, Iggy. Jetzt gibt's Stress. Oh yeah, danke, Mike! Was denn? Oh yeah! Was denn? Was passiert denn? Danke für die ganzen Fähigkeitspunkte. Fähigkeitspunkte? Was denn? Was laberst du? Ich hab es so eingerichtet. Ich hab's so eingerichtet, wenn du Leute tötest, kriege ich dadurch TNA-Punkte. Was? Wie? Wie funktioniert das? Das kann nicht wahr sein! Das kann nicht wahr sein! Was? Es kann trotzdem sein, dass du jetzt gewinnst, tatsächlich, ja. Hä? Wieso das? Guck mal auf die Anzeige. Du killst doch gerade mehr! Ja, aber ich verliere trotzdem. Hey, wieso verlierst du? Weil ich diesen Dings noch nicht wirklich gecheckt habe, tatsächlich. Guck mal oben auf die Anzeige. Ja, du bist tot. Du gewinnst. Weil du stirbst. Nein, nicht weil ich sterbe, weil ich weniger Leute infiziert. Ich hab's einfach noch nicht kapiert. Oh, heißt das, ich hab gewonnen? Ja. Hab ich gewonnen? Ja. Hab ich das nicht? Okay, jetzt guck mal trotzdem ganz hinten auf Fähigkeiten. Warte. Fähigkeiten. Ja. Da siehst du, alles, was rechts ist, ne? Mhm. Das ist alles gegen deinen Gegner. Da kannst du beispielsweise einstellen, dass gegen den Gegner geforscht wird. Da kannst du einstellen, dass... Das habe ich sogar gemacht. Ja. Und dann kannst du auch ganz oben rechts, kannst du auch einstellen, Leichen-DNA. Mhm. Wenn du das einstellst, kriegst du für jeden Toten, der den Gegner hat, sozusagen, ja. Aber es, so wie es aussieht, geht sowieso nur ums... Oh, ich hab gewonnen! Ach, der Iggy-Streuer 3001 hat Fungi besiegt. Oh. Wie fühlt sich das an, hä? Das ist der. Ich bin ein Gewinner, hier ist der Beweis. Du bist ein Loser, kriegst hier den Preis. Ich sitze im Mercedes. Hi, kriegst sogar Achievements. Ey, ohne Scherz. Ohne Scherz, du sitzt im Mercedes und siehst aus wie ein Loser. Aber ich dachte, ich sitze in der Bahn und bin 1000-mal cooler. Ich würde sagen, denn ich bin es. Ja, und, ja. Bin es. Was haben wir heute gelernt? Kronas Müll.